Ein Besuch in Fulda ist für den Augsburger Bischof und seine beiden Weihbischöfe stets ein ganz besonderer Termin. Schließlich kommen die 67 katholischen Bischöfe und Weihbischöfe der 27 deutschen Diözesen nur zweimal im Jahr zusammen. Einmal im Frühjahr irgendwo in Deutschland und einmal im Herbst, dann immer in Fulda, dort wo der heilige Bonifatius, der Apostel der Deutschen, begraben ist. Der Auftaktgottesdienst im Fuldaer Dom mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Erzbischof Robert Zollitsch, hat also schon Tradition und ist ein freudiger Anlass. Das ist auch das Schöne, dass man wieder Mitbrüder trifft, mit ihnen reden kann, manches ausmachen kann, manche Termine, manche Feste. Und so ist man immer wieder auch verbunden mit dem Ganzen. Aber wo alle deutschen Bischöfe zusammenkommen, da wird nicht einfach nur ein bisschen geplaudert, um Neuigkeiten auszutauschen. Ganz im Gegenteil. Bei der Vollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz werden bedeutende inhaltliche Fragen und Probleme der katholischen Kirche diskutiert und wichtige Entscheidungen getroffen. Und das stets unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Die Vollversammlung ist schließlich das höchste Gremium der katholischen Kirche in Deutschland. Es wird auf einem sehr hohen theologischen Niveau diskutiert. Und da kann ich nur mit offenen Ohren und mit offenem Herzen alles wahrnehmen und aufnehmen und vielleicht auch das eine oder andere in meiner konkreten Arbeit umsetzen, sodass sie bereichert wird und ich ja sehr bereichert auch nach Hause komme. 4 Tage lang haben sich die Bischöfe hinter verschlossenen Türen ausgetauscht. Da kamen ganz konkrete Themen auf den Tisch, wie beispielsweise die Lage der Christen in Syrien und was jedes einzelne Bistum tun kann, um die Not der Flüchtlinge zu lindern. Aber auch Grundsatzfragen wie die Weitergabe des Glaubens wurden neu überdacht. Ich habe da wertvolle Anregungen mitgenommen. Auch so diese Frage, dass der Glaube etwas sehr Intimes ist. Und andererseits der Auftrag besteht, darüber zu reden, also sich aus sich herauszugehen und da über Dinge zu reden, über die zu reden oft nicht leicht fällt. Da muss man sich überwinden, aber sich dessen auch bewusst zu sein, dass es etwas Intimes ist und dass dieser Auftrag auch da ist. Und das anzusprechen und möglichst viele Menschen zu motivieren, den Glauben nicht als Privatsphäre anzuschauen, sondern weiterzugeben. Ein ständiges Thema von mir. Oftmals sind es aber gerade die Themen jenseits der aktuellen Tagesordnung, die für Aufmerksamkeit und Gesprächsbedarf sorgen. So auch das Interview von Papst Franziskus, in dem er neue Debatten über das Selbstbild der Kirche angestoßen hat. Wir waren im vergangenen Donnerstag und Freitag mit den südwestdeutschen Bischöfen zusammen zum sogenannten Südwestkonveniat. Und da waren wir 18 Mitbrüder. Alle 18 haben dieses Interview mit Freuden aufgenommen. Und ich denke, wir werden auch dass wir sagen, jawohl, das ist eine Perspektive, die auch die jetzigen Situation Weg in die Zukunft zeigt, wie wir auf dieser Basis, der Papst sagt ja auch, ich bin auf der katholischen Basis, wir einfach schauen können, wie wir den Fragen, die sich neu stellen, dann auch auf diesem Hintergrund neu angehen können. Bis jetzt sehe ich jedenfalls bei uns keine Spannungen, dass die Leute sagen würden, hoppla, was kommt auf uns zu. Am Freitag endet das Treffen schließlich mit einer Abschlusspressekonferenz mit dem Vorsitzenden Erzbischof Robert Zollitsch. Das nächste Mal treffen die Mitglieder der Deutschen Bischofskonferenz bei ihrer Frühjahrsvollversammlung im März in Münster aufeinander.